Das Herz eines Kernkraftwerks ist der Reaktor. Umschlossen wird er vom Reaktordruckbehälter. Das ist ein mehrere hundert Tonnen schwerer Stahlbehälter mit einer Wandstärke von 20 Zentimetern. Er ist aus speziellem Stahl gefertigt und hält große Belastungen bezüglich Druck und Temperatur aus. Man kann sich den Reaktordruckbehälter als großen Kochtopf vorstellen. Im Innern wird Wasser erhitzt. Die nötige Wärme liefern aber keine Herdplatten, sondern die Brennelemente. Sie enthalten Uran, das gespalten wird. Bei diesen Kernspaltungen wird Energie in Form von Wärme freigesetzt. Im Reaktorkreislauf zirkuliert Wasser. Es tritt in den Reaktordruckbehälter ein und strömt zwischen Außenwand und Kernbehälter nach unten. Am Boden wird die Strömung umgelenkt und das Wasser fließt nach oben zwischen den Brennelementen hindurch. Dabei erwärmt es sich auf über 300 Grad. Über Rohre wird das erhitzte Wasser zu den Dampferzeugern geleitet. Dort findet der Wärmeaustausch mit dem zweiten Kreislauf, dem Turbinenkreislauf, statt. Aber Moment mal, 300 Grad heißes Wasser? Das hätte doch längstens sieden und verdampfen müssen. Das stimmt. Allerdings steht das Wasser im Reaktorkreislauf unter so hohem Druck, dass es nicht sieden kann. Deshalb nennt man einen Reaktor dieser Bauart Druckwasserreaktor. In der Schweiz zählen die Werke Betznau 1 und 2 sowie Gösgen zu diesem Reaktortyp.